be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Ja, hallo und ein herzliches Servus. Willkommen auf meinem Kanal für angehende Heilpraktiker für Psychotherapie. Hier erwartet dich keine Schule, kein durchgetakteter Lehrplan oder Leistungsdruck in irgendeiner Form. Ich bin lediglich ein motivierter, autodidaktischer Schüler, der versucht, sich die Lerninhalte selbst beizubringen und sie aus Spaß an der Sache und zum Selbstzweck skriptet, vertont und hochlädt. Somit könnt ihr aus meinen Erfolgen, aber auch Misserfolgen euren eigenen Nutzen ziehen und vielleicht markieren sie auch den ein oder anderen Wegstein auf eurer persönlichen Reise. Der autodidaktische Weg hat neben seinen offensichtlichen Tücken für mich einige essentielle Vorteile. Ich kann mir meine Lernzeit komplett frei einteilen und es besteht nur der Erfolgsdruck, den ich mir selbst mache. Ich kann durch meine Produktion unabhängig von Zeit, Ort und Gegebenheit den Stoff lernen bzw. wiederholen. Natürlich können Fehler in meinen Skripten sein bzw. garantiere ich auch nicht für die absolute Vollständigkeit. Deswegen ist konstruktive Kritik gerne gesehen. Ich kann aber versprechen, dass ich mir die größte Mühe gebe. Ziel ist es, neben dem Spaß an der Sache, am Ende eine kleine Audiothek zu besitzen, die einen Anteil des enormen Themenkomplexes rund um den Heilpraktiker für Psychotherapie abdeckt. Und vielleicht eine kleine Community, die sich gegenseitig unterstützt und sich gegenseitig ein Stück des steinigen Weges begleitet. Zum Zeitpunkt, an dem ich diese aktualisierte Kanalvorstellung hochlade, habe ich bereits ca. 30 Videos zum Thema psychopathologischer Befund fertiggestellt. Als nächstes werden wir den ICD-10 und die für uns wichtigste Sektion F genauer ansehen. Unter diesem Video ist auch die Playlist für die Videos zum psychopathologischen Befund verlinkt. Für alle, die relativ neu in der Materie sind, aber auch für die alten Hasen, die den Stoff wiederholen möchten, könnte sich ein Blick in diese lohnen. Solltet ihr nun neugierig geworden sein, dann würde ich mich enorm freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auch auf die kleine Glocke klickt, um sicher über neue Videos benachrichtigt zu werden. Mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag bzw. Nacht und hoffe, wir sehen uns in den Kommentaren oder in meinem Community-Bereich. Vielen Dank für eure Zeit und bis bald.